Miau, willkommen zurück zu Resident Evil 3. So, wir wandern auf den Faden von Leon. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, hat das noch jemand genau im Kopf? Spielte das jetzt kurz vor oder kurz nach dem zweiten Teil? Ich weiß das leider wirklich nicht mehr. Und mein Zweier ist auch schon zu lange her, als dass ich es mir gerade irgendwie wieder herleiten könnte. Aber vielleicht ist ja einer von euch so ein... Halt! Mich, Jill! Kendo, dir geht's gut. Ach, gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt, hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing. Ja. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Okay, es spielt also vor dem Zweier. Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse vorne beim Laden, okay? Der Schlüssel hängt an der Wand. Okay, hätte ich gar nicht drauf schießen müssen. Verstanden. Ja, denn er hat natürlich seine kleine Tochter dabei. Ich frage mich da immer, ob man die Spiele lieber chronologisch spielen sollte oder in der Reihenfolge, in der sie rausgekommen sind. Also chronologisch von der Story her. Gleichzeitig wüssten wir dann jetzt hier noch nicht. Ja. Ist okay, Schätzchen, ist okay. Sei ein gutes Mädchen. Tja. Er sollte es besser wissen, aber man kann ihn ja schon verstehen. Ich denke mal. Wäre das das eigene Kind, würde man auch glauben, dass man da schon irgendwie rauskommt und das Kind retten kann. So, den Weg darunter sparen wir uns dann zum Glück. Das durften dann Ada und Leon machen. Den Abschnitt mit Ada fand ich ja auch irgendwie scheiße, muss ich gestehen. Es laggt heute ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Es hat es letzte Woche nicht so. Bitte bleib. Natürlich nicht. Du hast doch kaum noch Kiefer, was willst du denn machen? Oh Gott. Ach, und schon sind wir wieder. Achso, ich habe gar keinen Platz. Ich hätte mir das vollkommen sparen können. Doch, jetzt habe ich Platz. Ja, ich weiß. Ich kann den wegwerfen, habe ich nicht dran gedacht. Ja. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt müssen wir den da hinten aber doch noch erledigen. Oh, kein Bock mehr. Flinte it is. Das war natürlich langfristig keinen Sinn, aber es ist schon sehr viel befriedigender mit der Flinte einfach drauf zu ochsen. Das muss ich schon sagen. Keine Spiegelung, schade. Wir haben die gleichen Spaghetti wie Jill in ihrer Wohnung. Tut's nicht auch so eine, wenn ich richtig treffe? Ja, danke. Durch den Fuzzi oder was? Nein.
Denn so mit der Pistole macht er gar nicht auf. Blödi. Ich möchte mich erstmal noch... Haben wir hier auch eine Map? Ja. Erstmal noch hier im Haus umschauen, wenn ich das vielleicht bald bereue. Raccoon Times Leserbriefe. Guten Tag, ich schreibe Ihnen, weil ich sehr, sehr besorgt bin. Alle Eltern wissen, dass die Crystal Promenade der ideale Ort für einen Samstagsausflug mit den Kids in die Innenstadt ist. Und keiner der Läden da ist beliebter und wiegt schwerer auf den Geldbeutel der Eltern als Toy Uncle. Jedoch habe ich bemerkt, dass die große Statue über dem Eingang an windigen Tagen so sehr wackelt, dass man denkt, sie werde nur mit einer Handvoll Schrauben da festgehalten. Sollte sich der Kopf dieser Statue eines Tages in einem geschäftigen Tag losreißen, würden viele Kinder schwer verletzt werden. Ich habe mich bereits dreimal bei dem Manager beschwert, aber er weigert sich, etwas zu unternehmen. Sollen wir also warten, bis ein schrecklicher Unfall passiert, bevor wir handeln? Nein, wenn schon Köpfe rollen, müssen dann noch bitte der des Managers. Diese Todesfalle da oben muss endlich runter. Timothy Wiles, 69. Ja, Foreshadowing. Ich werde euch an diesen Brief erinnern. Ah, ich hätte jetzt gerne Kiste. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Ja, nehme ich auch. Passen aber nur drei rein, ne? Ah, ich habe... Achso, es sind zwei verschiedene Granatenarten, die wir jetzt haben. Okay. Wieso habt ihr keine Heilung bei euch im Hausle? Oder habt ihr die alle schon wegschnabuliert? Dann scheint sie nicht genützt zu haben. Jo. Und der hat die Waffe, die ich gerne hätte. Auch nicht so schnell ausweicht heute irgendwie. Das gefällt mir nicht. Ich wusste tatsächlich nicht mehr, dass... Oh, cool. Dass er wirklich nochmal kommt, aber es war doch irgendwie zu erwarten, oder? Jill, alles klar? Nein, Carlos. Monster verfolgt mich wieder. Willst du mich verarschen? Er ist tot. Ich auch. Gib den Rocket Launcher. Ja, wir sind tot. Ich wollte gerade sagen, wir sind gleich tot. Vielleicht haben wir es zu einem Checkpoint geschafft. Maybe. Oh, schade. Das war der Checkpoint. Naja. So. Klein Holz aus ihm. Vollständigkeit halber lesen wir die noch durch. Checkpoints in Spielen, liebe Kinder, ich sag's euch. Warum ist hier nicht noch ein Kraut? Ich habe nur ein rotes. Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube. Naja, vielleicht können wir ihm an der Szene gleich einen verpassen. Damit er wenigstens mal kurz nicht auf uns schießt, aber ich glaube, eigentlich hat es halt keinen Sinn, auf Nemesis zu schießen. Zumindest. Alter, warum?
Du sollst doch schießen, nicht mich so jagen. Und da hinten ist der Toy-Ankel. Ist auch ein bisschen gemein, dass ein grünes Kraut was kann, aber ein rotes nicht. Das finde ich nicht gerecht. Jill, noch da? Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhalten kann. Komm zurück zur Station. Und führ ihn direkt zu euch? Schon okay. Vertrau mir. Ich vertraue Carlos. So, stopp. Damit uns das jetzt nicht wieder passiert. Im Donutladen ist ein Safe-Raum und wir haben da auch noch nicht alles geholt. Aber da ist ein großes X. Soll das, komme ich jetzt nicht durch wahrscheinlich, ja? U-Bahn-Station. Also wir müssen jetzt links die Treppe rauf und dann nach rechts. Und da liegt, glaube ich, noch eine Versorgungskiste. Schade, ich wäre gerne nochmal in den Donutladen. Ich glaube, das ist unsere letzte... Ja, komme ich aber nicht rein. Das wäre jetzt unsere letzte Chance. Das ist verrückt. Jill, wollt's ein bisschen schneller? Ja. Wäre ein cooler Moment gewesen. Ach man. Also einen vollen Einkaufstag. Ach, jetzt hast du dein Spielzeug wieder. Renn, renn, renn. Nichts wie raus hier. Ach, Carlos. Wie, habt ihr nichts zum Erzählen jetzt? Carlos, doch. Ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Also, was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus.
Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein. Die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bark finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge. Sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfahrt! Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein, lass es. Komm, hier lang. Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Runter von meinem Zug, Dreckskerl! Ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Ach nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Okay, wir halten klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher? Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. Tja. So, Carlos. Ich mag das immer, dass man in den Spielen immer einmal so den Charakter wechselt. Okay, wir haben sein Sturmgewehr. Wir haben eine normale Pistole. Nice. Ja, ich darf vorgehen, natürlich. Verschlossen! Bleib bei der Tür! Ich erledige den hier! Ja. Komm noch her! Sehr tragisch. Hätte er sich sparen können, den Biss, wenn er mich fragt. Oh, ich will nicht zu viel Munition davon verballern. Ah, ID-Karte. Red Vickers, okay. Er gehört zu Stars. Das könnte nützlich sein. Ach ja.
Oh, ich sehe, der Part ist vorbei. Ja, was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das, dass wir die ganzen Schauplätze von Resident Evil 2 nochmal besuchen? Ich finde es ziemlich cool. Kann man sich nochmal dran erinnern und das verlinkt die beiden Geschichten auch einfach so schön. Ja, ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen und ich danke euch, dass ihr heute wieder zugeschaut habt und ich hoffe, dass ihr auch morgen wieder mit dabei seid. Hier bei Resident Evil 3, dann mit Carlos. Macht's gut, bis dann!